Hallo, liebe Freunde vom Kanal PVB OK, seid herzlichst gegrüßt. Wir finden uns hier auf der Map der Normandie und ich habe hier drei verschiedene Panzer verwendet, und zwar einmal den T-14 aus dem USA-Baum, und zwar hat er Battle Rating von 4.3 im AB. Dann käme als nächstes der Cobra King, da hat er Battle Rating von 4.7, ist ein Premium Panzer, genauso wie der T-14, auch aus dem USA Baum. Und dann kommt der M4A3E2, da hat er Battle Rating von 4.7, ist ein normaler Panzer, kein Premium Fahrzeug und auch aus dem Forschungsbaum der USA. Ja, das Match hat mir schon Spaß gemacht, obwohl ich ja leider zweimal gestorben bin. Aber nichtsdestotrotz kann man sich ja über jedes Match freuen. Ja, und das war wahrscheinlich ein Glücksschuss. A lucky shot, ne, wie man das auf Hochdeutsch sagt. Laden. Getroffen. Das geschieht ihm recht. Ja, ich werde vielleicht doch mal etwas ausprobieren. Einfach mal das Spiel auf Low Level runterfahren von der Grafik her. Ich möchte einfach mal den Unterschied testen. Inwieweit es jetzt so viel mehr bringt. So, den haben wir auch gekillt. Dimplied hatte ja mal ein paar Beispiele gebracht in seinen Videos oder in dem einen Video. Ja, ich muss das einfach mal ausprobieren, damit ich das auch mal sehe, was jetzt da wirklich der Unterschied ist und ob man sich da wirklich auch so viel leichter tut. Ich meine, sicher, wenn man hinter Bäume oder Büsche steht, dann wird einem ja das Ziel auch so im Prinzip fast nicht angezeigt. Man schießt also da auch mehr auf Verdacht, als wenn die ganzen Büsche und Bäume so weit wie möglich ausgeblendet werden. Das ist schon klar. So, jetzt habe ich hier also einen gravierenden Fehler gemacht. Ich bin also nicht weit genug vorgefahren. Ich hätte also dieses Panzerwrack besser als Tarnung verwenden sollen oder als Deckung verwenden sollen. Nicht als Tarnung, sondern als Deckung. Da bin ich abgebounced. Das war natürlich Pech für mich. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich hier wieder mal mit Hartkern geschossen. So, und dann kriege ich natürlich von der Spawn-Seite her kriege ich eine verbraten. Und denke mir aber, ja, warum sollte ich jetzt wegfahren? Den Panzer da vorne, den sollte ich eigentlich noch kriegen. Den Panda D. Aber da kommt dann auf einmal nochmal einer, ein M4A3 oder sowas. Und irgendeiner von denen hat mir jetzt einen Rest gegeben. Ach nee, das war einer von der Seite. Also von der Spawn-Seite her. Ja, ist natürlich wieder dumm gelaufen für mich. So, und da sind wir dann umgestiegen auf den Cobra King. Ich habe das dann ein bisschen schneller vorspulen lassen, weil die ganzen Sequenzen, die man benötigt dann beim Fahren, um irgendwo hin zu gelangen, das muss man sich nicht unbedingt antun, oder zumindest will ich es euch nicht antun. Ja, hier habe ich auch wieder einen fatalen Fehler gemacht. Ich habe also den da oben auf dem Berg unterschätzt.
Und die anderen Fahrzeuge, die in unmittelbarer Nähe noch stehen, habe ich soweit eigentlich ignoriert. Und dass ich da abgeprallt bin, na ja, gut, okay. Kann man noch nachvollziehen. Da habe ich eigentlich aus demselben Winkel auf fast dieselbe Stelle getroffen und bin durchgekommen. Ja, es ist halt wie beim Lotto spielen, habe ich das Gefühl manchmal. Und jetzt wäre ich vom M4 auch noch angegriffen. Der M4A2 greift mich an und dann noch ein dritter Panzer. Und das ist ein Sherman, glaube ich. Das kann natürlich auf Dauer gesehen nicht gut gehen, das ist logisch. Dann fährt da hinten noch ein Sturmgeschütz rum, was ich sehe. Auf jeden Fall haben sie mir da ganz schöne Löcher in den Pelz gebrummt. Und für mich war die Sache eigentlich quasi schon gegessen. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt gleich aus. Und ich treffe halt unheimlich schlecht. Oder es passiert zumindest nichts. Da konnte ich nicht schießen, weil noch nicht nachgeladen war. Der kommt dann hinten auch noch den Berg hochgefahren und dann haben wir hier das Sturmgeschütz. Dem konnte ich mal eine verblättern. Dann schießt da hinten noch einmal einer, der M4 oder was es war. Der Flieger hat eigentlich auch nicht recht viel gerettet, da bauen sich wieder, also manchmal sehr kurios alles. Dann hat es mich noch gewundert, dass ich überhaupt noch fahren kann. Dem konnte ich jetzt noch mal eine reinplätten, dem Sturmgeschütz. Den konnte ich killen. So, jetzt kommt dann da oben der Sherman. Ja, da wusste ich natürlich nicht mehr genau, was machst du jetzt eigentlich. Von allen Seiten schießen sie auf dich. Und dann habe ich dem Sherman leider die Breitseite zu stark geboten. Aber wäre eigentlich auch wurscht gewesen, weil auf der Straße standen ja noch genug. Die hätten halt dann die andere Breitseite von mir erwischt. Also eigentlich egal. Und jetzt sind wir wieder umgestiegen auf den letzten Panzer, auf den M4A3E2. Der fliegende Dumbo. Ach nee, Jumbo. So, da ist derselbe Winkel wieder, da treffe ich und komme auch durch. Ja, ist manchmal schon ein bisschen kurios, aber nur gut. Ja, ich habe mich damit abgefunden. Es ist halt ein Spiel und fertig aus und man darf halt nichts hier auf die Goldwaage mehr legen. Und vor allem im Arcade-Mode sowieso nicht. Es ist eigentlich mehr oder minder Jump-and-Run-Spiel geworden. Jump-Run-and-Shut-Spiel. So, dem schieße ich fast auf die Lampe und nichts ist passiert, ne? Entweder bin ich an dem Eisenbügel abgeprallt, der da oberhalb von der Lampe ist. Dieser Abschlepphaken oder wie auch immer, was es da sein soll. Ja, komischerweise im Replay schaut es immer so komisch aus, wenn man schießt, dass man also nicht auf den Vorhaltepunkt treffen würde. Das stimmt aber in Wirklichkeit nicht. Das muss also ein Anzeigebug sein. Denn ich habe wirklich auf den Vorhaltepunkt geschossen. Weil so weit hinter den Vorhaltepunkt brauchst du nicht schießen, weil dann rüstet das Flugzeug ja wirklich nicht. Naja, liebe Leute, schaut euch das Ergebnis an. Dann sage ich nochmal recht herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Video anzuschauen. Dann wünsche ich euch selber recht viel Spaß in euren eigenen Spielen. Und dann würde ich mich über Daumen nach oben und ein Like, wie gesprochen, freuen. Und auch wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Also macht es gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, euer PVBOK.